Rintal-Oberlenz ist ein Verbandsschwingfest am 5. April im Bildstöckli zu Obried. Bildstöckli findet man relativ gut, das ist ein bisschen südlich vom Freibad. Man kann übrigens auch mit dem Velohut herfahren, man kann mit der Bahn, kommen, geht etwa einen Kilometer vom Bahnhof weg. Also am 5. April anschwingen, am 10. und geht am 7:30 eben, kann man dann schon in die Kasse hergehen. Bei mir jetzt der Daniel Steiger ist OKA-Präsident, zugleich Präsident vom Ringerclub Obried-Grabs und bei mir der Rafi Zimmermann vom kantonalen Schwingerverband, aber da natürlich jetzt auch in diesem Bereich tätig. So, man hat mir gesagt, ich darf nichts über das Frauenschwingen fragen. Das frage ich auch nicht. Keine Fangfragen, gar nichts. Aber mich würde es interessieren, Ringen ist etwa mal nach beim Schwingen. Also zum Beispiel der Sammy Giger ist ja auch ein Ringer und hat zuletzt Jahr das Grabs gewonnen. Also ist das etwas, was nachzusammen ist? Also ist sicher verwandt miteinander. Wir haben sehr viele Schwinger, die zu uns ins Ringentraining kommen, weil sie für Schwingen wirklich davon profitieren können. Sehr viele Techniken sind ähnlich, aber doch, wenn wir genau hinschauen, sind es grosse Unterschiede. Das Ringen auf der Matte, Schwingen im Sägemehl, Ringen am Körper, Schwingen mit der Hose. Das sind schon ganz andere Techniken schlussendlich im Einsatz, aber das eine kann vom anderen profitieren und darum ist Schwingen und das Ringen doch nach beieinander. Ich bin leider, das merkt man natürlich, gell? Für mich sind Schwinger eher ein bisschen wie du, die Ringer sind eher ein bisschen wie der David, ich will das sonst nicht weiter etwas sagen. Der Sammy Giger ist zum Beispiel ein Spezieller, ist für mich ganz ein Sportlicher und so weiter. Die Schwinger dunkel, wir haben gesehen, keine so sportlich aus, also ein Stück zum Beispiel sieht für mich überhaupt nicht sportlich aus, ist beim Schlussrang zum Beispiel auf der Liste, wo sie haben, auch noch auf Rang 33, aber Maike Nösterster hat es gezeigt, oder? Also, weißt, ist das ein bisschen so? Sind die Schwinger ein bisschen die Krampfe, die einfach rumdrücken, machen, tönt und die Ringer, die auch mit Technik und Kraft daher können? Grundsätzlich ist das Ringen sicher von der Art wie es komplett anders als Schwingen. Aber der grosse Unterschied ist natürlich, im Ringen gibt es Gewichtsklassen und das fängt bei den Aktiven bei 55 Kilo an und geht bis 130. Und darum sieht man noch sehr viele eher feinere Ringer und hat für jeden die richtige Gewichtsklasse. Im Schwingen gibt es einfach Schwingen, das ist open nach Gewicht und darum braucht es stämmige und starke Männer, um den Sport ausführen zu können. Und weil man vor allem über die Hose muss schwingen, braucht es sehr viel, ist die Explosivität immer sehr gefragt, die schnelle Kraft ist sehr gefragt. Und darum sind das eher kräftige Männer, die schwingen. Und mit leichten Gewichtern hat man sicher ein bisschen Mühe, sich im Schwingen durchzusetzen. Aber wenn man den Schwingsport anschaut, die letzten Jahre, da muss aber der David fragen, er ist ja der Schwingenspezialist, aber so wie ich es beurteile, ist er doch in der Spitze deutlich athletischer geworden. Das sieht man. Und, aber der Stucki, der ist ein perfekter Schwinger. Vielleicht nicht jedes Gramm dort, wo es sein müsste, aber in Summe ist das Paket stimmt perfekt und ist sicher beste, ein super Werbeträger für den Schwingsport. Auf jeden Fall, also überhaupt nicht irgendwie qualifizieren und so weiter. Man hat einfach gedacht, der Stucki ist jetzt zum Beispiel auch ein Drucker. Und zum Beispiel der Sammy Giger hat es mit einem Kurz oder mit einem Weiber hoch, geht er einfach schnell jemanden ein bisschen bei der Hand. Aber sehe ich, da war es schon falsch, gell, David? Nein, ich glaube, da ist vieles Wort dran. Gut, du hast jetzt natürlich zwei Athleten erwähnt, die mit ihren Posturen natürlich etwas ganz Besonderes darstellen. Na, lange nicht jeder Schwinger ist natürlich 1,90 gross, 1,95 gross und ist 120, 30, 40 Kilo. Wenn ich da selber an mich zurückdenke. Und so gibt es viele Mittelschwinger, die natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen müssen auch schwingen und versuchen, den Erfolg zu haben, natürlich. Ja. Aber eben der Sammy Giger kommt auch immer mit dem, oder? Er hat das letzte Jahr auf der Schwingfest relativ souverän gewonnen, oder? Und so weiter. Der ist schon relativ gross, ist, glaube ich, über 22, ist sehr athletisch. Also, eben, ist das ein bisschen eine neue Generation von Schwingern, die herkommt? Und du bist ja auch sehr athletisch, oder? Ja, in den letzten paar Jahren, bei uns in der Ostschweiz, ist immer der Sammy und der Armon erwähnt worden, die jungen Wilden, hat man gesagt. Vielleicht ganz so jung sind sie jetzt auch nicht mehr, aber natürlich Vorzeigeathleten, Top-Athleten. Aber wie auch erwähnt, jeder Schwinger, jeder Mann kann natürlich nicht auf solchen Voraussetzungen aufbauen wie die beiden. Es gibt andere, die müssen mit geringerer Körpergröße und Ausmaß auch versuchen, ihren Erfolg zu erringen. Auf jeden Fall auch hier der Herr, es ist wirklich höchst interessant. Also Schwingen ist wirklich Faszination pur. Eben, wie gesagt, dass ich ja da manchmal ein bisschen Probleme, dies und jenes erkennen, was ist es jetzt genau gewesen, oder ist es auf dem Rücken gewesen. Auch das ist manchmal übrigens auch beim letzten Schwingerfest jetzt ein Entscheid, der ganz, ganz knapp war, ist er noch im
Segmeldiner auf dem Rücken gewesen oder nicht, dann hätte es noch einen Ausschlag geben für einen Sieg. Aber trotzdem, es ist so entschieden worden. Dann ist das irgendwie auch von der Schiedsrichter her etwas anderes, als Ringen und Schwingen, oder? Ja, es ist komplett anders, weil im Schwingen gibt es ein gestelltes Unentschieden oder Sieg und Niederlage. Und ja, es gibt etwa die knappe Entscheidungen, aber es gibt in beiden Sportarten einen Kampfrichter und der oder die einen entscheidenden Punkt und so ist es, sollte man zu akzeptieren. Im Ringen gibt es einfach hat noch sehr viele Wertungspunkte, da kann man für jede Aktion, für jeden Griff kann man Punkte holen und bei uns gibt es immer einen Sieger, bei uns gibt es nie einen Gestellten, das Unentschieden. Aber der Sport lebt mit dem Kampfrichter, der Sport lebt mit dem Kampfrichterentscheid und das gehört dazu, wo man immer. Manchmal ist man auf der Sonnenseite, manchmal hat man das Gefühl, man sei nicht richtig behandelt worden. Das ist so und das ist ein Teil von unserem Sport. Jetzt bist du Hoka-Präsident auch, lang vorbereitet, der Riesen, Kaiba, Crew. Ja, veritable Schwingerliste, glaube ich, haben wir über 100, oder? Es sind etwa 110 gemeldete Schwinger, 110, ja. 6 Eidgenossen sind auf dieser Schwingerliste drauf. Und wir können hier auf ein super starkes Teilnehmerfeld zurückgreifen, wie du erwähnt hast, angeführt vom Sammy Giger. Und da können wir uns ganz sicher auf ein paar heisse Leckerbissen freuen, an dem 5. April zu operieren. Sam Giger, Ottenberg, oder wieder Raphael Burkhalter. Nein, Stefan Burkhalter, auch beide, gell? Ottenberg, der Stefan Burkhalter, glaube ich, schon heute. Aber ich glaube, der jetzt vom letzten Jahr, jetzt gerade zum Schluss, glaube, der Michael Bless, der ist nicht dabei, oder, Rafi? Michael hat letztes Jahr am Eidgenössischen leider eine ganz grosse Verletzung eingefahren. Er kann im Moment meines Wissens noch nicht schwingen. Ich weiß nicht, wenn er auf den Schwingplatz wird zurückkehren. Ich hoffe natürlich sehr bald und wünsche ihm von hier eine gute Besserung. Und wir hoffen, ihn bald wieder auf den Schwingplatz zu sehen. Ja. Was hat es denn so? Weißt du, so wirklich der, den man kann erwähnen kann? Raphael Zwissig natürlich auch, der Tockenburger. Ja, wenn wir vielleicht bei den Eidgenossen bleiben, der Notzbeni hat sich angemeldet und auch die Appenzeller schicken ein ganz starkes Teilnehmerfeld. Da ist der Marcel Kuster ist dabei und weitere Spitzenleute vom Appenzellerverband. Aber natürlich möchte ich auch nicht vergessen, die eigenen Leute, die Rintal-Oberländer, da noch für sie ein bisschen Werbung zu machen. Ich glaube, auch wir haben hier eine gut durchmischte Truppe und ich hoffe, die Leute werden für die eine oder andere Überraschung sorgen, dann am 5. April. Was meinst du von unseren? Ja, ich denke, die Leute vom Schwingclub Mels und vom Schwingclub Mittelrintal. Ja. Mittelrintaler sind natürlich mit dem Heimvorteil. Ich hoffe, das motiviert die Jungs ziemlich. Aber gibt es eine Schottung, die man schon gesehen hat, wo etwas könnte reissen da? Ich war ein-, zweimal im Training bei ihnen hier unten. Ich habe das Gefühl, das ist eine junge Truppe, eine junge Mannschaft. Was fehlt, ein bisschen, ist ein Teamleader, aber eine schlagfertige Truppe. Und ich hoffe, das schaukelt sich ein bisschen gegenseitig auf und wir werden sehen, was kommt hier diese Saison. Ich hoffe natürlich auf unserer Seite her, wir müssen ja auch Ringen und Schwingen, wir arbeiten zusammen. Wir haben im Schwingen und Mittelrintal zwei Schwinger, die dort aktiv sind, der Dean und der Janosch Kobler. Und auf unserer Seite her hoffen natürlich, dass unsere Clubmitglieder am einen oder anderen Favorit wäre können es vorstellen und dann schlussendlich auch sich können weit vorne platzieren. Und es ist natürlich quasi ein erstes Kräftemessen, auch ein bisschen schauen, ist das Wintertraining gewesen. Also es ist natürlich noch interessant, oder? So Anfang April, oder nicht? Das ist traditionell so in den letzten Jahren, das Rintal-Oberländer Verbandschwingfest. Das ist eigentlich in der Ostschweiz die Eröffnung der Freiluftsaison. Traditionell, jetzt gerade auch die letzten Jahre, haben wir immer ein sehr gutes Teilnehmerfeld gehabt. Und die Leute wollen dann wissen, nach dem Wintertraining, wo sie stehen, und dann mal eine erste Kräfte messen. Ja. Und ich frage ganz sicher nichts vom Frauenschwingen. Aber auch etwas möchte ich noch wissen. Es ist mir aufgefallen, eben, ich muss sagen, als Laie jetzt mehrmals ein Schwingfester gewesen, und es ist wirklich Faszination pur, wenn man ein bisschen so langsam hinkommt. Und mir ist aufgefallen, es können auch längere mehr Frauen, gell, auch zu den Festern. Also die Faszination, die greift auch ein bisschen ein anderes, auch ein junges Publikum an. Also, ist es mir einfach aufgefallen? Ja, ich kann den Eindruck teilen mit dir, aber vielleicht nicht nur Frauen. Generell habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren viel mehr junge Leute, wo ich das Gefühl habe, man früher weniger an der Schwingfest gesehen. Im Moment dürfen wir sicher auf einer guten Welle reiten, hier, den Schwingsport, und wir hoffen natürlich alle, es bleibt noch lange so. Ja. ROVS 2020.ch haben wir gesehen es beim Daniel Steiger. Also gerne das schön aufgedruckt, natürlich mit Werbung, Sponsoring, muss sein, gell? Mobiliar der Hauptsponsor, oder? Ganz genau, genau. Mobiliar hat uns eine sehr grosse Unterstützung als Hauptsponsor mit dem Jansen, mit der Sonnenbräu und mit der Alpha Rintelbank als Co-Sponsor haben wir da ein super Sponsorenquartett
die uns hilft, mit vielen anderen da reibungslos an den Anlass zu kommen. Wie lange haben Sie das vorbereitet? Seit wann sind Sie dran? Wir haben im September 2018, also vor etwa anderthalb Jahren, die erste Wochensitzung gemacht und sind seitdem regelmäßig dran. Wir haben jetzt 7 Sitzungen gemacht und sind der Meinung, dass wir jetzt bereit sind für den 5. April und dass wir die verschiedenen Aufgaben, die zu machen sind, werden bis dann erledigt sein, dass wir ein perfektes Fest organisieren können. Und ist immer ein riesiger Anlass. Also sind wir froh, wenn mit dem Velo kommt oder mit dem Zug und so weiter. Sagt nochmal 10 Minuten vom Bahnhof weg. Velo kann man gut machen, oder? Bei uns, man kann mit allem kommen. Wir haben so gerne einen Helikopter an den Platz, aber den Ofen brauchen wir nicht, weil der ist für den Regen vorgesehen. Und wenn es nass ist, versucht man auf dem Bildstöckli. Zu Hause noch die Baumaschine vom... Genau. Nein, wir können mit uns wirklich sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Der Bahnhof ist in Fußdistanz sehr gut erreichbar. Mit Velo natürlich, wir haben bei der Badi sehr viele Möglichkeiten, um mit dem Velo parkieren. Also die mit dem Velo kommen, die können bis ins Fest hinfahren, die müssen nicht laufen. Und wir können zu Hause auf dem kompletten Areal von der Firma Janssen alle Parkplätze rundherum brauchen. Und das ist alles auch in 5, 6, 7 Minuten vom Parkplatz aus ist man auf dem Schwingplatz, auf dem Expo-Gelände, wo wir haben. Und somit ist das Fest für alle Verkehrsteilnehmer hervorragend einfach zu erreichen. Um 7:30 fängt es an. Meistens ist es besser, man ist früh da, weiss es eigentlich. Um 7:30 geht die Kasse auf und ab 7:30 ist der Kaffee Lutz bereit und die Würste sind heiß auf dem Grill, das ist ganz sicher so. Schwingfest fängt um 10 Uhr an. Und du um 9:30 mit der Ansprache. Und wir tun vorher noch sicher ein paar Worte sagen für den Sponsoren, wir haben einen Sponsorapper noch davor. Und wir haben Top-Sponsoren und Co-Sponsoren werden sich im Eingang entsprechend präsentieren. Die tun ein paar Giveaways verteilen, wer rechtzeitig kommt, der kann dort vorne profitieren. Und wir haben zu Hause vom Expo-Gelände mit Magenbrotständen, mit Ständen, wo man kann, traditionelle Sachen kaufen und kann man sich verpflegen. Und uns ist ganz wichtig, der ganze Bereich vom Expo-Gelände, aber auch der Gabentempel in der Halle, der ist für jeden Mann und jede Frau zugänglich, auch wenn man nicht ein Fest schauen will, da wo man Eintritt zahlen kann. Da kann man einfach hinkommen und erst die, die wollen, schwingen schauen, die müssen dann durch die Eingangskasse laufen und einen bescheidenen Eintritt zahlen. Aber das Fest und das Expo-Gelände ist für die ganze Bevölkerung da. Und wir hoffen, dass da auch die vorbeikommen, die wollen Glasse essen und nicht nur können schwingen schauen. Die Aufnahme am 27. Februar, an dem Tag, wo man den Engadiner abgesagt hat, du hast trainiert für einen Engadiner. Also mit zwei bist du jetzt nichts, steigst du ins Segmehl? Ja, das Gewicht hätte ich sehr wahrscheinlich. Ja, habe ich gemeint. Nein, ich nehme das Training mit vom Langläufer fürs nächste Jahr, weil dann habe ich ja mehr Zeit zum Aufbauen. Das ist hervorragend. Tito. Ja, und Daniel, du bist mal ein veritabler Schwinger gewesen. Jetzt aktuell im Kantonalen. Niemand daran denkt. Ja, du, das ist natürlich altersbedingt, aber Schwingen ist diesbezüglich schwarz-weiß. Da kannst du nicht einfach einen Gang zurückschalten, weil wenn du dann noch ins Training gehst und meinst, kannst du mit den Jungen mithalten, dann wird es bald gefährlich. Darum musst du immer ein bisschen aufpassen. Euer grösster Wunsch? Dass wir am 5. April stahlblauen Himmel haben, uns kaum mögen wehren von Zuschauern, die anrollen und uns komplett über den Haufen fahren mit allem, was daherkommt. Wir sind wirklich gewappnet für bis zu 4'000 Leute, sind wir eingerichtet. Wir haben eine hervorragende Festwirtschaftsorganisation, dass wir auch dem Ansturm gerecht werden. Und wir hoffen schlussendlich auf ein super Fest, dass wir am besten wir gewinnen aus. Sportliche Leckerbissen werden gesehen bekommen. Und dass wir abend alle heimgehen und sagen, super, der Inkelbobel Grabs hat wirklich ein cooles Fest organisiert für die Schwinger. Das ist das, wo wir am meisten freuen. Und wenn nachher noch alle möglichst viel bei uns konsumieren und wir am Schluss in der Vereinskasse noch etwas übrig haben, dann freut uns natürlich besonders. Und somit, ja, wir fiebern alle am 5. April sehr stark entgegen.